Was hast du für eine Einschätzung? Was glaubst du, hauen wir sie weg? Auf alle Fälle, wenn es gegen Bayern geht. Wir kommen da anders Dinge. Jeder Rote ist ein Hurensohn. Es ist ja eigentlich alles recht friedlich hier. Wir sind jetzt hier vorm Treplerwirt, ja? Oder ist eigentlich alles perfekt? Perfekt. Es sind vorher ein paar Böller gefallen. Das hat mir nicht so gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das Käse nicht in Giersing. Wir müssen mal schauen, dass da alles ruhig bleibt und dass es klappt. Praktisch mit der Stadt, dass das ausgebaut wird auf 15.000 mindestens. Aber sonst ist alles super. Alles friedlich. Was erwartest du vom Spiel? Was heißt, was erwarte ich? Will, dass meine Mannschaft gewinnt, egal wie auch immer. Aber wir hauen sie weg, oder? Ich bin vorsichtig, gell? Man hat die letzten Spiele gesehen. Man muss ein bisschen vorsichtig sein. Ich bin mit 1-0 wäre ich hochzufrieden. Im Endeffekt haben die Bayern ja relativ tief gestapelt. Die tun so, als wären wir der große Favorit. Aber ich glaube, die haben schon ganz schön was in der Hinterhand, oder? Wir haben eine junge Mannschaft. Wir können jetzt aufs Blech hauen. Wir sind zufrieden mit dem, was wir bis jetzt erreicht haben. Und wir wären hochzufrieden, wenn wir heute 1-0 gewinnen würden. Ich wünsche dir ein super tolles Spiel. Dankeschön. Also, servus. Wir haben hier drei Generationen. Ja? Wie alt bist du? 80. 80 Jahre und heute dabei bei den Löwen? Eigentlich sehr oft, weil meine Familie das zur Bedingung macht, dass die Oma auch dabei ist. Zur Bedingung, aber gezwungen wirst du nicht, oder? Nee, ich gehe auch gerne mit. Ist ja auch ein richtig schönes Stadion und eine richtig schöne Stimmung, oder? Es könnte ein bisschen größer sein, die Stimmung ist prima. Und du, wer bist du? Ich bin der Steffen. Heute zum ersten Mal dabei? Sicherlich nicht, oder? Nicht zum ersten Mal, aber ich komme leider nicht hier aus München. Ich wohne zwar hier, aber nur unter der Woche. Okay, wen haben wir hier? Tja, ich bin der Zenker Florian und habe mich mal ein bisschen so um dieses Stadion gekümmert. War schon ein paar Tage her, aber wir haben mal so ein paar Aktionen gemacht, die hießen X-1000 und haben ein paar Leute aufgestellt, ja, um sicherzustellen, dass wir sagen, das Stadion muss stehen bleiben und heute sind wir scheißfroh, ja, dass dieses Stadion dasteht. Ja, das ist richtig. Ja, das ist nämlich unsere Heimat und da gehört 60 hin. Und der Chaos ist noch lange nicht bissen. Ja? Hört es alle gut zu. Der Chaos ist noch lange nicht bissen. Ja? Wir sind da noch lange nicht raus. Jetzt sind wir erstmal da und dann schauen wir weiter. So ist ja, das ist ja auch genau das, was wir immer predigen. Man muss immer mal auch ein bisschen dem Verein Vertrauen schenken, dass das nach vorwärts geht. Und die ganzen Tendenzen, die da von links und rechts kommen, sind eigentlich Schmarrn, richtig? Absolut, ja. Ist einfach mal cool bleiben, genießen. Fühle mich so gut wie schon seit langen, langen Jahren nicht mehr. Und jetzt schauen wir mal, dann singen wir schon. Ich wünsche dir ein schönes Spiel. Danke dir. Alles Gute. Servus, Leute. Jetzt haben wir hier die Tammy. Tammy kennen die einige aus dem Löwenmagazin, weil sie natürlich viele Berichte schreibt. Sie unterstützt mich von Anfang an. Als ich angefangen habe, das Löwenmagazin zu machen, hat sie gesagt, ja, da mache ich mit. War es eine schlechte Entscheidung oder eine gute? Es war eine gute Entscheidung. Das Problem ist halt nur, das Privatleben leidet wahnsinnig drunter. Ich brauche eine Putzfrau in der Zwischenzeit, glaube ich. Die Wohnung leidet auch. Aber ansonsten ja, also man lernt unglaublich viele Leute kennen, man lernt den Verein jetzt noch tiefer kennen, weil wir ziemlich viel recherchieren
Ja, ich bin eigentlich glücklich und zufrieden. Ich weiß noch nicht, wie lange ich es durchziehen kann. Okay, da muss ich mich umschauen, ob ich neue Leute finde. Na, es ist ein spannendes Projekt. Wir wollen ja jetzt auch einen Verein gründen, weil im Endeffekt es sind ganz viele Kosten für dieses Löwenmagazin und wir müssen wirklich kämpfen, um das alles hinzukriegen. Wir haben viele Unterstützer, aber mit dem Verein können wir das auf eine gute Basis stellen, oder? Glaube ich auch. Also es ist unglaublich, wie viele Menschen uns tatsächlich immer wieder sagen, macht's weiter so und wie können wir euch unterstützen, ob mit Berichten oder auch mit Geld, was wir natürlich einfach so nicht annehmen dürfen. Deshalb, ja, schauen wir mal, vielleicht klappt dieser Plan und dann können wir weiterhin werbefrei bleiben und ja, die guten Berichte weiterhin schreiben und die Zeit dafür aufbringen. So, wen haben wir heute hier? Ich bin der Georg. Georg aus? Aus der Jachenau. Sehr schön, also ein bisschen ländlicher gelegen, oder? Ja, genau. Warum Löwenfan dann? Ich bin seitdem, dass ich 10 Jahre bin, bin ich schon 60er-Fan. Und die ganzen Späßl sind Bayern-Fan. Und das habe ich nicht gepackt, dass die Bayern-Fans sind. Seitdem bin ich 60er. Du bist also einer, der gegen den Strom schwimmt. Ja? Ja, genau. Man muss nicht immer mit der Champions League laufen, man kann auch mal dagegen laufen. Im Endeffekt ist es ja das, genau das, was uns ausmacht. Die Fans antworten uns relativ schnell. Die sind richtig offen. Ich war ja auch in Augsburg bei den Ultras vorne mit dabei. Ich konnte überall hin. Jeder redet mit uns. Das ist eigentlich das Schöne, oder? Ja, auch die anderen Vereine. Ich finde bis jetzt was echt top. Jedes Mal, wenn wir eine Akkreditierung angefragt haben, jedes Mal ohne Probleme ins Stadion gekommen und wir haben auch Interviews bekommen. Also da muss unser Verein noch ein bisschen was machen. Also ja. Ich bin auf jeden Fall froh, dass es so Leute wie dich gibt. Und ich denke einfach, wenn noch viele Leute in unseren Förderverein mit reingehen, also in unseren Löwenmagazinverein und dann das fördern, unseren, wir nennen es blauen Bürgerjournalismus, weil wir einfach ja, aus den Bürgern heraus Journalismus betreiben und nicht professionellen Journalismus. Blau ist logisch, weil wir Blaue sind. Wäre doch schön, wenn dann einige eintreten. Wir haben ja auch viele Anfragen. Ja, ja, also kann ich nur bestätigen gerade und unterstützen. Also ja, wer möchte, 1860 ist die Jahresmitgliedschaft. Mehr ist es nicht. Genau. So, bedanke ich mich für das Gespräch. Viel Spaß noch mit dem Löwenmagazin. Danke. Wie siehst du die Stimmung jetzt im Grünwalder Stadion umherum im Vergleich zur Allianz Arena? Also die Stimmung im Grünwalder Stadion, das hält sich brutal gut. Ich war jetzt heute das erste Mal ins Stadion rein. Die Atmosphäre, das ist brutal. Da kriegst du eine Gänsehaut. Das war geil. Das war wirklich geil. Also, wo warst du da genau jetzt heute? Ja, in der Kurve, ein bisschen rechts am Rand aus. Also F1, F2 oder so? F1 war das, glaube ich, oder F2, ich weiß jetzt nicht genau. Ja, ist F1 und F2 sind die zwei seitlich. Ja, ich weiß nicht, ich war halt das erste Mal. Ich habe da nicht so genau das Ticket aufgeschaut, Hauptsache ich war im Spiel. Ne? Gut, Hauptsache du hast deinen Rang gefunden, deinen Block. Ja, genau, das war eigentlich das Ziel. Ja. Und dass man natürlich die Mannschaft unterstützen kann. Wir haben heute den Martin Bautrechsel da, TV-Koch. Servus. Hi, servus. Du warst auch heute beim Derby, ja, war ein sehr interessantes Spiel, oder? Ja, geht. Also interessant fand ich es jetzt nicht. Aber ich hätte mir mehr erhofft, ganz ehrlich. Also ich bin auch jetzt nicht so gut gelaunt. Für mich war es im Endeffekt das schlechteste Spiel der Saison. Ja, also unsere Spieler haben Panik gehabt oder was glaubst du, was war da los? Also keine Ahnung, ich denke mal, also Sturm war heute komplett abgemeldet und Bayern hatte die Möglichkeit, wirklich ein taktisches Spiel aufzuziehen und man hat gesehen, dass die 60er eigentlich nur auf Pressing und Konter gespielt haben und vielleicht sogar verunsichert waren, weil zu viele Fans da waren. Ich habe keine Ahnung, aber woher das kommt, dieser Virus, dass man daheim vor guter Kulisse Schwäche zeigt. Ja, schade. Wir haben ja mit dem Christian Köppel ein Gespräch gehabt. Er sagt, genau das ist es, was es ausmacht. Die Kulisse ist im Endeffekt das, was sie pusht.
War es einfach vielleicht auch der Druck, weil es ein Derby ist und weil jeder eine gewisse Erwartungshaltung hat? Also im Sturm hat man eine Verunsicherung gesehen. Ich muss sagen, die Verteidigung hat wirklich gut gespielt. Hätte die Verteidigung auch nicht so gut gespielt, dann wäre das Spiel ganz anders ausgegangen. Wir hätten noch höher verloren. Stürmer, Mölders abgemeldet. Ja, vielleicht verunsichert, keine Ahnung, man kann die Leute nicht reinschauen, aber man erwartet dann doch von Leuten wie Sascha Mölders, dass sie Profi genug sind, dass denen es wurscht ist, ob der Druck da ist oder nicht. Es war der Wurm drin und ich denke mal, dass die heute ihrem Anspruch einfach nicht gerecht wurden. Also ich bin auch enttäuscht und die Karte war echt teuer, muss ich sagen, heute und ich finde, die haben nicht genug geboten. Ja, ja 0-1 und das dann auch noch gegen FC Bayern München. 2 im Endeffekt. Ja, also du kannst gegen jeden Verein gewinnen und wir können uns auch eine Niederlage leisten mit dem Vorsprung, aber nicht gegen die Roten. Also schade. Ja. Es ist die zweite Niederlage in Folge. Du warst letzte Woche auch dabei, richtig? Ja. Mir wird nachgesagt, dass wenn immer ich dabei bin, dass sie verlieren. Ich finde nicht, ich habe auch schon ein paar Siege erlebt, aber ich glaube, so geht es jedem mal, dass man so eine Minusserie mitbekommt, jetzt schon aus 2 Spielen und dann denkt man, ist irgendwie der Pechbringer. Also keine Ahnung, nächstes Spiel werden wir gewinnen, ganz sicher. Vielleicht solltest du dich lieber aufs Kochen konzentrieren und nicht aufs Fansaar sein, oder? Ja, ich habe auch nicht oft Zeit, gell, dass ich es schaffe, zum Spiel zu gehen. Ja, wird schon wieder. Wir können uns die Niederlage leisten. Grünwalder Stadion ist ja immer so ein Thema für sich. Manch einer sagt, das ist wie eine Dame ab 50, die man nimmer sanieren kann. Was sagst du dazu? Die wurde saniert, die Dame, und ich verstehe nicht, dass es nicht geklappt hat, weil komischerweise sind lauter Plätze frei. Und irgendjemand hat da echt Mist gebaut in der Renovierung, weil ich glaube, es hat wie viele Millionen gekostet? 24? Millionen, einen Haufen Geld gekostet und trotzdem ist das Stadion, kann nicht genutzt werden. Also da ist wirklich der Haken drin, der Fehler einfach, also der Wurm drin. Und die Stadt will, aber im Endeffekt zieht es immer weiter nach hinten. Das ist das Problem. Sie sagt ja jetzt, die Entscheidungen kommen erst 2018, also sie treffen sich erst wieder 2018, Anfang des Jahres. Die zweite Saisonhälfte ist dementsprechend auch Geschichte. Man hofft natürlich auf 15.000 aufzustocken, wenn es dann hoffentlich zum Aufstieg geht oder zumindest in die nächste Saison. 15.000 ist aber auch zu wenig, oder? Also ich kenne mich null aus in der Politik, was da jetzt passiert ist, warum jetzt dieser Umbau so schlecht gelaufen ist. Aber ich denke mal, dass München echt pennt und dass auch Münchens Politik einfach pennt. Man könnte aus dem Stadion mehr machen, man könnte aus dem Verein mehr machen. In Hamburg hat es auch geklappt, hat man geschafft, durch geschicktes Marketing einfach eine Macht wie St. Pauli aus dem Boden zu treten. Und München kriegt es nicht auf die Reihe. Das finde ich sehr schade, weil wir könnten ein geiler Verein sein. Noch geiler. Investitionen in Verein ist ja ein schwieriges Thema. Wir haben einen Investor, den man sehr kritisch betrachtet. Ja, hast du da eine Meinung dazu? Ja, wir haben einfach Pech gehabt. Ich meine, es gab einen Boden für diesen Investor, man hat es ihm erlaubt. Jetzt haben wir ihn an der Backe und ich denke, der hat leider die Macht, jederzeit einen Stöpsel zu ziehen. Das ist alles ungünstig. Ich finde es schön, wenn er dafür sorgt, dass die dritte Liga möglich ist. Also, dass dann die Kohle einfach freigemacht wird und sich alle versöhnen. Was man natürlich auch mal ein bisschen fragen muss, warum sind die ganzen Leute in München nicht hinterher und sagen, warum, dass die investieren? Ja, es gibt ja genügend Firmen, Betriebe, Unternehmer, warum investieren die nicht? Weil 60 in den letzten Jahren alles dafür getan hat, dass es nichts gibt, mit dem man sich identifizieren kann. Es gibt keine Planungssicherheit. Und ich würde jetzt als Sparkassenboss auch irgendwie zögern, um hier Geld reinzupumpen, weil du nicht wirklich weißt, wohin die Reise geht. Der Verein war nicht greifbar, es war alles schlecht organisiert und da würde ich auch kein Geld investieren. Und das ist schade, weil die Kohle ist da in München, es gibt genug, also gerade so Firmen wie gerade angesprochen, Banken, die hätten auch ein großes Interesse an diesem Verein wieder groß zu machen, aber keiner will investieren, weil das Ding einfach zu schwammig ist im Moment. Glaubst du, dass wir uns so entwickeln, dass wir sagen, okay, wir können aufsteigen oder ist es sogar Pflicht aufzusteigen?
also mit der Leistung ist es Pflicht aufzusteigen. Das wäre echt ein Witz, wenn ihr das nicht machen. Schade. Du sprichst jetzt von heute. Ja, ja, klar, heute mein, ja, weiß nicht, was da los war, aber generell denke ich, muss man mit dem Team, mit der Leistung, mit dem Trainer, ganz klar muss man aufsteigen. Schade, dass da diese komischen Playoffs gibt am Ende des Jahres, aber auch das werden sie packen. Und dann geht es einfach nur um Kohle, um wirtschaftliches Überleben. Ist das Grünwalder Stadion unsere Zukunft oder müssten wir wirklich überlegen, Alternativen zu schaffen, vor allem auch im Hinblick auf die zweite Liga? Ich fände es total schön, wenn das Grünwalder Stadion so weit hergerichtet wird, dass man da sogar zweite Liga spielen kann. Also ich denke, dass jeder Neubau würde mehr Geld kosten. Und ich glaube, das sind alle meiner Meinung, wenn man sagt, dass die Stadt München einfach pennt, dass sie nicht einfach dieses Stadion da endlich aufblasen. Also das ist doch möglich. Und das Stadion hat die Kapazität, man muss einfach das Ding richtig herrichten. Und da braucht man keinen Neubau und vor allem kein Olympiastadion. Die Fans machen doch viel aus, oder? Der Stolz ist wieder da. Also es macht richtig Spaß, einen Fußballverein zu haben, der was leistet. Es macht Spaß, zu gewinnen. Der Verein ist wieder zugänglich geworden. Man kann sich damit identifizieren. Und da muss jetzt echt eine Welle durch München gehen, dass die Leute da mit aufspringen. Und man kriegt auch irgendwie viel mehr mit, dass 60 einfach mehr angesagt ist, weil es transparenter geworden ist. Du bist ein Befürworter von 50+1. Ja, ja, klar, Logo, also brauchen wir gar nicht drüber reden. Durch sämtliche Ligen, ja. Ein bisschen noch über dich. Was machst du persönlich? Du warst ja bei den Kochprofis, richtig? Oder machst du das immer noch? Danach die Küchenchefs. So ein paar Sendungen halt, aber hauptberuflich bin ich unten im Röckelplatz. Ein Ausbildungsrestaurant. Da bin ich Küchenchef jetzt seit knapp 3 Jahren. Und davor war ich selbstständig. Und was ich in der Zukunft mache, weiß ich noch nicht. 60er-Koch wäre mal toll, hatte ich letztes Jahr. Ich habe für die erste Mannschaft gekocht, einmal die Woche vor den Heimspielen. Leider ist da alles weggebrochen. Seit diesem Umbruch kenne ich kein Schwein mehr im Verein. Ja, darum sitzen wir jetzt hier und nicht im VIP-Bereich von der Allianz Arena. Aber es ist auf jeden Fall ein Projekt, wo es sich lohnt, wo die Leute mal vorbeischauen können und bei dir essen können, oder? Bei deinen Leuten. Ja, ja, klar, der Laden ist super. Den Laden gibt es seit fast 10 Jahren. Das ist ein Erfolgsprojekt. Ist richtig toll, klar, man kann ganz normal essen, also ist jetzt kein gastronomisches Versuchsgelände, ist ein ganz normales Restaurant, wo eben lauter Azubis arbeiten. Wie bist du 60er geworden? Genau, Frage aus dem Publikum. Ich komme aus der Deisenhofener Straße 38 und hatte eigentlich nie die Wahl. Und in der Schule war es Bayern oder 60, hast du eben vielleicht einmal Bayern gesagt, hast du aufs Maul bekommen und dann seitdem war es immer 60. Also ich kann mich nicht erinnern. Also im Endeffekt bleibst du Sau, oder? Ich werde immer Löwe bleiben, Logo, klar. Hat ja keine andere Wahl. Ich bedanke mich, das war ein tolles Gespräch. Ich freue mich, ja, dich kennengelernt zu haben. Ich danke Dankeschön. Auch. Bis dann, super, ciao. Danke. Da, Manuel, wird da auch mal.